Hallo zurück bei mir im Küchengarten. Mein Name ist Katharina und heute nehme ich euch mit in den Odenwald. Und zwar war ich auf dem Hof- und Kellerfest in Brenzbach, das Zuhause von Carsten. Ein wunderbares Event, sehr aufregend für mich. Viele bekannte Gesichter habe ich gesehen, neue Leute kennengelernt. Ein spezieller Gruß geht hinaus an die liebe Claudia. Leider haben wir uns um ein paar Augenblicke verpasst. Ich hätte dich so gerne persönlich kennengelernt. Genug geschwafelt. Ich zeige euch, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe und wen ich getroffen habe. Schaut mal, wen ich hier getroffen habe. Maren von Marens Schwabengarten, meine Partnerin, meine Zimmerpartnerin beim letzten Garten-YouTuber-Treffen beim Florian Rigotti. Da haben wir uns das Zimmer geteilt. War schön, gell? Genau, ja, war wunderbar. Relax, chill, wir haben so viel erlebt und heute hier wieder in Brenzbach. Maren, was hattest du für eine Anfahrt? Oh, sie war eine Katastrophe. Ich habe für 200 Kilometer 3,5 Stunden gebraucht. Es hat geregnet, 70 auf der Autobahn. Aber ich bin gut angekommen. Ich habe mir die Musik laut gemacht und gelacht und gesungen und habe gedacht, ich komme ja an. Das ist genau mein Typ, weil wir haben es genauso gehabt. Statt 4 Stunden, 8 Stunden, aber mit guten Gesprächen und Freude auf das Event ist das gegangen. Genau. Und auf was freust du dich jetzt hier am meisten? Oh, ich freue mich einfach, alle wiederzusehen und dass wir einen schönen Tag haben, schöne Gespräche haben und einfach die gemeinsame Zeit genießen können. Da freue ich mich drauf. Ich auch. Danke, Maren. Ich danke dir. Danach habe ich endlich Martin vom GM-Garten getroffen und wir haben uns gemeinsam durch Carstens Kräutergarten verkostet. Das sieht doch fast aus wie... Wie heißt es denn noch? Das habe ich auch im Garten. Ist das nicht hier... What? Hysop oder sowas? Mhm. Kotz mal, dann weißt du es. Nee, weiß ich nicht. Erzähl noch mal, was das da ist. Da haben wir jetzt was ganz Besonderes. Da hat Carsten Wasabi-Kresse oder ausdauernde Brunnenkresse. Boah, das Aroma einmalig. Wenn ich den lieben Martin vom GM-Garten, ja, tu mal auf ihn hin, zitieren darf. Das ist, als wenn man einen Löffel Senf pur isst. So aromatisch und würzig ist das. Und Carsten hat gesagt, ich darf mir einen Stock ausgraben und mitnehmen. Das mache ich natürlich. Wer Martins YouTube-Kanal verfolgt, der weiß, dass er ein absoluter Fan und Sammler von verschiedenen Chili-Sorten ist. Und ich durfte mich glücklich schätzen, denn er hat mir welche aus seinem eigenen Fundus mitgebracht. Martin? Du hast bekommen eine Ahi Amarillo. Mhm. Das Saatgut davon habe ich aus einer Chili genommen, welche ich auch schon verkostet habe. Das ist eine für mich mittelscharfe Chili, etwa 10 bis 15 cm lang, orangefarben, ein super fruchtiges Aroma und ein tolles Wachstum soll die haben. Also sie wird relativ groß, heißt ein schönes Beet suchen am besten, draußen, Freiland, funktioniert super mit den Ahis. Oh ja, das ist wichtig, Freiland, schön. Genau, und dann sollte die auch sehr reich tragen. Mhm. Ja, und das Schätzchen hier, das macht richtig Spaß. Das ist eine Jace Peach Ghost Scorpion. Das Saatgut davon habe ich aus Schweden zugeschickt bekommen, beziehungsweise die Chili, aus der ich mir das Saatgut entnommen habe. Und damit bist du bitte ganz, ganz vorsichtig, denn die ist wirklich höllisch scharf. Mhm. Ja, aber man muss dazu sagen, er hat sie mir ja gegeben, damit ich meinem Wunsch entsprechend Chiliflocken und Chilipulver zu machen. Und das Aroma, hast du ja gemeint, ist... Das Aroma ist auch wieder einzigartig, also das kenne ich so bei keiner anderen Chili. Das hat halt wirklich viel Frucht, viel Beere, aber noch leichte Zitrustöne mit drin. Oh, herrlich. Super, wirklich für Pulver und für Flocken tolle Chili. Genau, und darauf freue ich mich. Also Martin, Snack-Paprika mit Kick, beschreib das mal ein bisschen. Das sind schöne, ja, ich würde sagen, Golfball-große Früchte und schmecken wie Snack-Paprikas, aber haben einen kleinen Schärfe-Kick. Mhm. Gibt's auch auf Instagram zu sehen, habe ich auch schon probiert. Mhm. Das sind die Snack-Paprikas, siehst du hier, die haben alle schon schöne Neuaustriebe. Ja. Und ja, in Boden bis hier und neu austreiben lassen. Oh! Okay, so, genau. So tief setzt du die. Ja. Super.
Das ist ein super Tipp. Genau. Ich glaube, dann nehmen wir uns eine mit, ha, Marcel? Snackpaprika mit Kick. Mhm. Und ja, ich habe sie mir mitgenommen. Alle drei. Die Ahi Amarillo, die Jace Peach Ghost und die Snackpaprika mit Kick. Und sie haben im Küchengarten sofort einen ausgezeichneten Platz bekommen nach meiner Rückkehr. Auf die Ernte freue ich mich schon ganz besonders. Ich hoffe, sie gedeihen gut. Lieber Martin, nochmal vielen herzlichen Dank. Das Dorf Brenzbach selber war ausgesprochen sehenswert, sehr mittelalterlich angehaucht mit viel Fachwerk, malerischen verschwiegenen Innenhöfen liebevoll gestaltet und dekoriert. Und das Angebot des Hof- und Kellerfestes war wirklich großartig, nicht nur kulinarisch, sondern auch optisch, intellektuell. Man hat viel gelernt und gesehen und die Leute waren alle unglaublich freundlich und hochmotiviert. Also ich kann euch nur empfehlen, nächstes Jahr schaut vorbei. Ich hoffe, dann ist das Wetter besser. Diesmal war es recht verregnet mit Hochwassergefahr, aber trotzdem hat es uns wahnsinnig gut gefallen und wir haben die Zeit sehr genossen. So, jetzt bin ich hier mit Carsten, dem Herrn über dieses Paradies. Konnte ich ihn endlich loseisen von seinen ganzen Verpflichtungen heute natürlich bei diesem Kellerfest. Carsten, hallo. Hoho. Vom YouTube-Kanal Chilis bunte Welt. Chili haben wir euch ja schon gezeigt, diesen total eindrucksvollen, riesigen Truter. Und ja, ist er wirklich? Naja, es ist viel Federn. Ja, aber ja, von der Natur so gemacht. So ja. Beeindruckt man die Damen, gell, Carsten? Mit viel Federn und Gedöns. Mit viel Zeugens, ja. Mit viel Zeugens. Und ich bin total geflasht von seinem Paradies hier. Habe ich ihm eh schon mehrmals gesagt, wie gut es mir gefällt. Ja. Absolute Kanalempfehlung, wenn ihr sehen wollt, was er hier alles gezaubert hat und immer noch zaubert. Die Ideen sind endlos. Und ihr seht mich jetzt hier mit der Schaufel, denn Carsten hat mir erlaubt, was mitzunehmen in den Küchengarten. Ja, hier so eine Wasabi-Kresse oder ewige Kresse. Die darfst du sich jetzt mal ausbuddeln. Ja, genau. Eben, er hat schon gesagt, Gartenarbeit im Sonntagshäs. Ah, ja. Aber das mache ich jetzt einmal. Ja, ich nehme mal. Du nimmst mal die, genau. Die Elektronik. Ich rette mal die Pfingstrose. Ja, genau, ich stehe hier rein. Ja. Ich brauche dann noch einen Eimer, so. Ah, ich kann das in jedem Outfit. Wie tief muss ich? Wie tief wurzelt die? Tiefer. Tiefer, oh Gott. Carsten reicht. So, jetzt hat's sie. Jetzt habe ich sie. Ich habe es gehört. Ich tue da noch ein bisschen ab. Hm? Ja, mach's da noch ab und dann. Und dann über die, genau. Oh, schön. Ich ja, ich habe die Hauptwurzel. Wunderbar. Wunderbar. Dann würde ich sie aber jetzt einkürzen. Ja. Oben, dass und die Ackerwinde lasse ich dir da? Ja, gern. Ja, gern, das weiß aber auch. Weil oben die Ackerwinde macht ja nichts. Das Problem stimmt, ist ja immer die Wurzel. Jetzt. Ja. Genau, nein, Wurzel habe ich keine mit. Ich habe ja genug selber zu Hause. Ja. Dann nehme ich mir nämlich noch was mit von deinem herrlichen Lehmboden. Das kannst du auch machen. Ja, mit in dem Topf halt. Ich schneide jetzt einfach mal ab. Oben, das können wir ja, könnt ihr ja auf der Weg essen. Genau, das tun wir um die Wurst binden, gell, hat der Martin empfohlen. Ja, so, und dann nehme ich mir jetzt einfach hier aus dem Beet, da mache ich mich jetzt nicht rum. Weil bis ich jetzt an meine Eintopferde komme. Ah, nee, dann nimm doch das gleich, ja. Die ist ja da und so, vorsichtig. Vorsichtig da rein. Mhm. Schön krümeln, ne? Ja, sehr schön. Das. Soll ich es dann noch mal kurz in Wasser oder? Ich eingießen durchs kurz. Ja, dann mache ich das drüber einfach bei uns in der Regentonne. Jetzt gieße ich den noch schnell, beziehungsweise halte rein. Wenn er mit mal so viel Blase aufsteige, reicht das meistens. Genau, und dann stelle ich den oben zu meinen Chilis dazu, die ich von Martin bekommen habe. Genau. Und ich mache mal schnell die Finger ein bisschen oberflächlich sauber. Von wo wird das gespeist, die Regentonne? Von oben. Hast du normalerweise ein Rohr rein? Ja. Weil ich mir gedacht, oh, aus dem blanken Himmel, aus dem Nichts. So, ja. Willst du sonst noch was mitnehmen? Oh ja, den Chili.
Und jetzt schaut mal, was ich dem Carsten noch abgeschwatzt habe. Armer Carsten. Ich glaube, wenn ich hier wegfahre, ist sein Garten halb leer. Ja, so schnell wird es nicht. Nicht? Okay. Nee. Eine traumhaft riesengroße schwarze Johannisbeere. Die macht Riesenbeeren. Und ich darf mir hier diesen gesamten vom Carsten selbst angezogenen, vermehrten, kann ich sagen, aus dem Steckling. Aus dem Steckling, ja. Aus dem Steckling die ganze Pflanze mitnehmen. Ja, die ist jetzt 3 Jahre alt. Also das. Ja, aber wahnsinnig. Schau mal, wie. Also die hat ja jetzt da schon so viele Früchte dran. Ja, die hat aber noch nicht. Die war noch nicht gedüngt und alles. Die ist einfach nur gewachsen. Ja, die weil. Hat jetzt noch keinen. Nächstes Jahr ist das besser. Vielen Dank, Carsten. Gern. Werde ich in Ehren halten und kriegt ein riesiges Schild. Chilis. Johannisbeere. So irgendwie, ja. Ja, genau. Muss man den Vergleich machen zu dem? Das ist Bohnenkraut. Wir haben gestern gedacht, es ist entweder Majoran oder nee. Basilikum. Na, Basilikum nicht. Nee. Oder Oregano. Ganz anders. Na, ganz anders. Der ist brutal scharf, brutal scharf. Mhm. Also von dem. Und das da? Das ist der Ableger. Mhm. Das ist ein Ableger. Aber warum ist der jetzt so scharf? Ist einfach. Der kann das. Der kann das einfach. Dann sind wir noch gemeinsam zu einer Pflanzentauschbörse spaziert. Die war allerdings schon etwas ausgeschossen. Dafür gab es dort einen wunderbaren großen Acker zu bewundern mit. Das Gemüse war schon so groß und reichlich, sehr beeindruckend. Und dort hatten sie auch weiße Mechelnerhühner. Die haben wir uns natürlich auch angeschaut. Auch nicht ganz alltäglich. Und damit ging ein wunderbares Wochenende zu Ende. Ich danke dir, Carsten, vor allem für die Einladung. Gerne, war gerne. Sehr schön. Und ich hoffe nächstes Jahr wieder. Und wir sehen uns ja dann spätestens auch im Rogottiland. Genau, im August, beim Florian. Im August, im Rogottiland, bin ich dabei auf jeden Fall. Dann sehen wir uns. Und ich komme euch auch mal besuchen. Genau, das wäre auch mal was. Ja. Siehst mal, wie es bei uns so ausschaut. Genau, kann man ja auch mal machen. Genau, ja.